Herr Koch versorgt die Schüler einer Ganztagsschule täglich mit Mittagessen. Um die Produktion von unnötigen Überschüssen zu vermeiden, hatten Herr Koch und seine Kollegen angefangen, die produzierten Mengen, die Ausgabereste und die Tellerreste jeden Tag zu messen. So konnte Herr Koch seine Produktion erfolgreich optimieren. Ihm ist bei der Messung aber auch aufgefallen, dass manchmal viel mehr Reste auf den Tellern zurückkommen, als er erwartet hätte. Herr Koch möchte das Problem unbedingt angehen. Er schaut wieder auf der Website von RefoWas nach. Dort findet er hilfreiche Tipps, wie er die Tellerreste minimieren kann. Viele Tellerreste entstehen dadurch, dass Schüler bei einem Gericht automatisch alle Komponenten bekommen, auch wenn sie einzelne Beilagen vielleicht gar nicht mögen. Und die Portionsgrößen berücksichtigen meist nicht den unterschiedlich großen Hunger der Schüler. Herr Koch und sein Ausgabepersonal besprechen gemeinsam, wie sie die Essensausgabe verbessern können. Sie beschließen, mehr auf die Wünsche der Schüler einzugehen. Denn die Kinder wissen selbst, was ihnen schmeckt und was nicht. Eine sympathische und freundliche Ansprache erleichtert es auch jüngeren und schüchternen Schülern, ihre Wünsche zu den Menübeilagen zu äußern. Außerdem werden nun kleinere Portionen ausgeteilt, mit dem Hinweis, dass jeder sich noch einen Nachschlag holen darf. Die gezielte Auswahl eines Hinweisschildes kann helfen, das Bewusstsein der Schüler für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Mittagessen zu schärfen. Wenn es ein neues Gericht gibt, das die Schüler noch nicht kennen, dürfen sie eine Probiermenge nehmen. Weitere Ideen und Informationen finden Sie auf refowas.de/hilfen-zur-schulverpflegung.